So, hallo. Ich bin heute mal gespannt. Ich habe es jetzt mal heute aufgesetzt, dass ich auch die Sitzung aufzeichne. Schauen wir mal, ob das funktioniert oder mein Rechner den Geist auch gibt. Genau, tut mir leid wegen letzter Woche. Mir ging es ja nicht ganz so gut. Bin immer noch ein bisschen beim Husten. Ja, heute schauen wir uns so ein bisschen Maya tatsächlich das Programm an und werden ein Weinglas modellieren. Gibt es für den Anfang schon irgendwelche Fragen? Okay. Genau. Also ihr solltet, ich mache mal hier nochmal ein Reset. Ja. Also ihr solltet, wenn ihr mal zum ersten Mal startet, sollte es in etwa so ausschauen bei euch. Ist wahrscheinlich noch dieses Pop-up, ob ja, hey, die neuesten Funktionen von Maya. Das könnt ihr einfach zumachen, das Pop-up. Genau. So wie Maya eigentlich entstanden ist ursprünglich, gab es einfach verschiedene Softwarelinien und Softwareprodukte. Die einen waren eben halt fürs Modellieren gedacht, die anderen waren fürs Animieren gedacht. Und man hat sich dann gedacht, ja, Moment mal, warum benutze ich drei verschiedene Softwaren? Warum tue ich das nicht zusammen in ein einziges Ding, damit ich den gesamten Prozess von Anfang bis Ende in einem Programm habe. Das hat eigentlich dazu geführt, dass es zum einen sehr viel effizienter ist, weil jetzt hat man alles in einem Paket. Gleichzeitig aber ist einfach das User Interface und alles ein bisschen überladen. Ja, woran man das am meisten erkennt und was auch die meisten Leute am Anfang sehr, sehr, sehr verwirrt, hier oben. Die Menüleiste, die ist in den meisten Programmen, die man so kennt, die ist statisch. Ja, und in Maya jedoch ist der Anfangsteil statisch und der Endteil ist statisch, aber das in der Mitte verändert sich. Ja, weil je nachdem, in welchem Modul man sich befindet, verändert sich hier einfach das gesamte Menü und man findet dann einfach die Menüpunkte nicht mehr, weil sie einfach nicht mehr dargestellt werden. Und leider passiert es sehr schnell, dass man hier zwischen diesen Dingern wechselt, weil das sind nämlich die F2, F3, F5-Taste. Ja, damit kann man so durch die verschiedenen Menüs wechseln. Jetzt habe ich F1 gedrückt natürlich. Das öffnet die Hilfe. Moment, so. Genau, und genau, da drücken, also als Anfänger drückt man da sehr, sehr schnell auf so eine F-Taste und dann findet man das nicht mehr. Genau, also hier immer achten, dass man hier auf dem Modeling ist für den Anfang, weil wir einfach hier erstmal mit Modeling uns beschäftigen. Genau, Maya versucht aber gleichzeitig, dass man hier oben in dem Menü, dass man das gar nicht benutzen sollte. Und es gibt da jetzt aber 50.000 Varianten, wie man das Menü nicht verwendet. Das erste, was sie sich dabei ausgedacht haben, ist hier diese Shelf. Die Shelf selbst sind ausgewählte Befehle, die hier einfach nur rauskopiert sind. Ja, also wenn ich hier ein neues Polygon-Primitiv machen möchte, wie eine Sphäre, dann wäre das hier einfach das erste. Ja, und beide Befehle machen einfach das gleiche und so muss man eben nicht mehr ins Menü gehen. Und ja, und weil man jetzt nicht unbedingt eine Sphäre immer braucht, kann man auch diese ganzen Shapes selber machen. Das heißt, man hat hier dieses Custom-Menü und man kann dann hier
keine Ahnung, ich brauche das Circularize. Dann kann man einfach Steuerung Shift drücken und dann wird es hier einfach hinzugefügt in die aktuelle Shelf. Ja, und so kann man sich dann quasi die Tools, die man öfter verwendet, kann man sich da zusammensuchen. Dann ist man nicht mehr in den Menüs gefangen. Genau. Wenn wir dann weiter nach unten gehen, dann haben wir natürlich unseren Viewport. Das ist unser Viewport. Hier ist die 3D-Ansicht von der Szene selbst. Wenn wir ganz kurz die Leertaste drücken, dann wechselt das in die Foreview, also mit einer Top-Ansicht, Front-Ansicht, Seitenansicht, wo wir das gleiche nochmal sehen. Wenn man jedoch die Leertaste länger drückt, dann hat man quasi die Hotbox. Und die Hotbox ist auch dafür gedacht, dass man das Menü nicht verwendet, beziehungsweise man nicht so einen langen Weg hat mit der Maus, weil man sieht hier so dieser Anfangsteil von dem Menü, der ist hier auch so das erste. Dann haben wir hier das Menü von dem Viewport, das kommt als nächstes. Und dann haben wir die ganzen Menüs, die eigentlich hier versteckt sind, einfach aufgelistet. Genau, und mit dem kurzen wählt man eben aus das größere oder kleine oder halt einfach die Viewport-Variante eben zu verändern. Genau. Das, was wir hier sehen im Outliner, der Outliner ist quasi eine Auflistung, was alles in der Szene existiert. Zumindest das, was in der Szene existiert und selektierbar sein sollte. Genau, also wir haben die perspektivische Kamera, damit sehen wir gerade die ganze Szene. Dann eben halt die anderen drei Kameras, die sind hier aber alle ausgegraut, weil die selektiert man im Allgemeinen nicht. Dann haben wir die Sphäre, die eingesetzt wurde. Und einmal ein Standardlicht, damit man es sehen kann. Und einmal einfach alle Objekte sind einem Standard-Objektset zugeordnet. Genau, deswegen sehen wir etwas tatsächlich in der Szene. Das ist nur für Maya und nur für den Viewport. Das heißt, wenn wir beim Renderprozess mit Arnold sind, der ignoriert einfach dieses Default Light Set und ohne Licht würde es dann immer schwarz ausgerendert werden. Genau. Hier an der Seite sehen wir noch die QWERTY-Tools, die sogenannten. Die werdet ihr wahrscheinlich niemals mit der Maus bedienen, weil einfach man schneller ist, einfach Q zu drücken fürs Selektieren, W für das Translate-Tool, ja, damit wir es einfach bewegen können. E ist für Rotation und R ist fürs Skalieren. Ja, und man sieht hier, drücke ich auf die Knöpfe, wechselt es einfach durch. Und das sind so die absoluten Standard, Operationen, die man für fast alles verwendet. Deswegen sind die eigentlich so ziemlich die wichtigsten, Shortcuts, die man haben kann. Das Objekt selbst besteht, aus einem Objekt. Und eben seinen Kindern und das, aus dem es erzeugt wurde. Und gegebenenfalls hat es auch Eltern. Ja? Man kann verschiedene Sachen noch kopieren. Das, was wir hier sehen, ist quasi, wenn wir es im Objektmodus selektieren, sehen wir hier die Werte, die wir hier eingesetzt, die wir irgendwo eingesetzt haben, indem wir die Sachen bewegt haben oder skaliert und so weiter.
Ja, und wenn wir jetzt hier diesen Skalierungsfaktor zum Beispiel anschauen, wir sehen hier, das verändert den Wert. Dementsprechend kann man hier auch einfach die Werte per Hand einfach eingeben, damit sie die richtigen Werte sind. Oder wenn man sie zurücksetzen möchte, kann man sie einfach auf 1 zurücksetzen. Eine Mehrfachselektierung ist natürlich dann auch möglich. Dann gibt man es nur in einem Feld ein und drückt Enter und dann werden alle Werte einfach direkt gesetzt. Genau, so ein Objekt, also das hier ist jetzt eine Polygonsphäre. Dementsprechend sehen wir das Objekt und wir sehen das Gitter, aus dem das Objekt entstanden ist. Und wenn man Rechtsklick macht auf einem Objekt, dann sehen wir die verschiedenen Selektionsmöglichkeiten, die wir haben. Also im Objektmodus ist da, wo wir gerade eben waren. Dann hätten wir den Vertex-Modus. Die Vertex-Modus ist einzelne Punkte auf der Oberfläche, die wir dann wieder im Einzelnen eben verändern können von der Position her. Rotieren können wir den nicht, weil es ist einfach nur ein Punkt im Raum. Was sollte eine Rotation bringen? Und skalieren bringt auch nichts. Zumindest einen einzelnen Punkt bringt es nichts zu skalieren. Wenn wir mit Shift zum Beispiel einfach mehrere Punkte selektieren, dann hat es natürlich einen ganz anderen Effekt. Ja, weil dann breiten sie sich aus oder kommen eben näher zueinander. Und dann macht auch Rotieren mehr Sinn, weil es einfach eine Fläche zwischen den Punkten errechnet wird und die wird dann als Rotationsachse verwendet. Genau, also Vertex sind wie gesagt einfach nur die Punkte auf der Oberfläche. Eine Edge ist dann dementsprechend eine Linie zwischen zwei Vertexpunkten. Aber das, was im Edge-Modus sehr, sehr nützlich ist, wenn man eine Edge selektiert und die gleich daneben mit Shift und Doppelklick macht, dann kriegt man die ganze Edge-Loop selektiert und dann kann man sie zusammen eben manipulieren. Ja, zu guter Letzt haben wir den Face-Modus. Und das ist dann einfach eine Fläche. Also dann noch das super wichtigste Shortcut natürlich ist noch Z bzw. Shift Z für rückgängig machen und nochmal machen. Also wenn ich sowas habe, dann kann ich mit zurückgehen. Das war zu viel und dann mit Shift Z kriege ich wieder das wieder zurück. Genau, das ist wie gesagt unsere Basistransformation, die wir hier sehen in der Channelbox. Das heißt, all diese Vertex-Veränderungen, die kann ich jetzt hier nicht sehen, was ich da verändert habe. Man kann sie aber tatsächlich hier aufklappen. Es macht aber niemand, ne? Im Allgemeinen ist die Liste viel zu lang, das lohnt sich meistens nicht, aber theoretisch wäre hier einfach mit dem CV, Control Vertices, könnte man hier in dem Modus das auch wieder zurücksetzen per Hand. Ist ja wie gesagt sehr unüblich. Genau, im Allgemeinen sieht es so aus und wir haben hier
den Transform-Node. Und hier haben wir aber noch einen zweiten Teil, und zwar einen Input. So wie Maya grundsätzlich aufgebaut ist, ist eigentlich, schreibt Maya ein Computerprogramm. Und jedem Befehl, den wir auflisten, ist quasi einfach nur ein Eintrag in einer Liste für, okay, gut, das Programm soll eine Sphere kreieren, das soll einen anderen Node hinzufügen und es soll dann die finale Geometrie dann ausrechnen. Und das können wir uns auch anzeigen lassen für ein einzelnes Objekt, indem wir unter Windows Node Editor, da sehen wir jetzt hier unsere Sphäre und die Sphere Shape. Und hier können wir unsere Inputs und Outputs sehen. Ja, hier haben wir quasi New Sphere gemacht und das ist aber die resultierende Geometrie daraus. Ich weiß gar nicht, was diese Gruppe hier macht. Das müsste eigentlich die Transform. Achso, ja, genau. Da ist der Transform-Node zu der Sphere selbst. Und hier haben wir noch die Zuweisung zu einem Material. Und so ist quasi alles von Maya irgendwo verlinkt zu einem anderen Teil von Maya. Und im Renderprozess wird erst entschieden, das Objekt komplett auszurechnen und wie es in dem Moment gebraucht wird. Und genau, das muss man optimieren, ansonsten dauert der Renderprozess zu lang, weil ansonsten werden diese Berechnungen immer beim Renderprozess für jeden einzelnen Frame wiederholt und das ist eigentlich unnötig. Aber das kommt viel, viel, viel später. Genau. Das, was wir hier unten sehen, ist quasi hier diese Mail-Leiste bzw. die Python-Leiste. Für die, die überhaupt nicht UIs hernehmen wollen, sondern denken, okay, gut, wir können alles über Kommandozeile lösen. Hier ist eure Kommandozeile. Hier könnt ihr eure Create-Sphere machen. Create-Sphere. Mal schauen, was war der richtige Sphere dafür? Polysphere. Okay. Ich weiß nicht, also, das ist. Richtige Programmiersprache. Genau, also Maya, also MEL bedeutet Maya Embedded Language und nachdem es irgendwie nicht die populärste Sprache auf der Welt ist, haben sie eben Python Interface auch noch dazu gemacht. Könnt ihr auch in VS Code, könnt ihr tatsächlich auch einen Port aufmachen und ihr könnt in VS Code euch mit Maya verbinden und dort direkt Python-Skripte ausführen. Aber im Endeffekt sehen wir hier all die verschiedenen Sachen, die ich jetzt einfach vorher gemacht habe, die sind hier einfach aufgelistet. Ja, also das Selektieren von der Sphäre, das Bewegen von der Sphäre. Und wir sehen dann auch hier natürlich auch den exakten Wert, der jetzt hier oben eingetragen wurde. Und genau, deswegen ist auch, wenn ihr es abspeichert, habt ihr die Möglichkeit, ups, habt ihr einfach die Möglichkeit, ob ihr es als Binary-Datei, also einmal komprimiert oder als ASCII abspeichert und ASCII habt ihr dann wirklich den ganzen Code, den ihr dann debuggen könnt.
Genau. Also wir werden uns damit nicht wirklich weiter beschäftigen. Aber es ist gut zu wissen, dass das überhaupt existiert. Und genau, und aufgrund dieser Erweiterungsfähigkeit gibt es halt unglaublich viele Plugins für Maya und auch in den professionellen Workflows ist es einfach schon vordefiniert und also man arbeitet damit recht viel eigentlich in der echten Produktion. Genau, unter der Channelbox haben wir hier unsere Layers. Ist jetzt nicht so wie Photoshop, wo die Layers tatsächlich einen Einfluss auf die anderen Layers haben können, sondern es ist einfach nur zur visuellen Gruppierung, wo ich einfach sagen kann, okay, gut, ich habe hier drei Sphären und die beiden interessieren mich jetzt gerade nicht mehr, also mache ich hier eine neue Ebene und tue sie mal weg. Ja, dann sind sie zwar noch hier, aber ich sehe sie nicht mehr. Oder ich möchte das nur als Referenz haben, dann kann ich das hier, dann ist es transparent oder eher für Referenz. Ich kann es nicht mehr selektieren, ich kann sie nicht mehr verändern, aber ich sehe zumindest, dass sie noch da sind. Ja, das ist ja also ist einfach nur zum angenehmeren Arbeiten, damit man beispielsweise, wenn man den Hintergrund schon fertig hat, dann möchte man den ja nur eigentlich noch sehen. Aber beim Animieren möchte man nicht versehentlich das selektieren können. Und dafür ist es gedacht. Genau, und hier unten haben wir jetzt noch die ganzen Animationstools, beziehungsweise die Zeitleiste. Die Channelbox zeigt einem eigentlich auch die Sachen, die man im Normalfall in den Keyframe setzen würde. Man kann alles keyen in Maya. Nicht alles macht Sinn, dass man es keyt, aber das wäre jetzt so die üblichen Sachen. Ja, wir wollen, dass die Kugel von A nach B geht. Also würden wir hier einen Keyframe setzen. Also Key Selected. Dann sehen wir hier einen roten Strich. Dann können wir hier am Ende der Animation gehen. Und können hier wieder sagen Key Selected. Und haben zwei Keyframes gesetzt. Und Maya errechnet sich dann das, wie es dazwischen ausschaut. Genau. Ja. Genau, hier unten sagen wir noch, gut, das soll 120 Frames sein, das Ganze. Wir können aber so viele Frames haben, wie wir wollen. Ja, muss man halt dann dementsprechend anpassen. Achso, und die Kamera, die ihr das gerade hier so seht, das ist jetzt hier zum Beispiel Alt und linke Maustaste ist das normale Rotieren, Alt und rechte Maustaste ist das Rein- und Rauszoomen und die mittlere Maustaste ist zum Verschieben der Kamera. Zusätzlich, was ganz nützlich ist, wenn man was selektiert, kann man auf F drücken, auf Fokus. Und wenn man wieder alles sehen möchte, kann man auf A drücken und dann sieht man alle Objekte auf einmal. Gut, gibt es soweit Fragen? Also ihr werdet euch dran gewöhnen. Das ist, kann ich jetzt sagen.
Genau, nachdem es ein bisschen überladen ist und man manche Dinge einfach nicht braucht, kann man sich hier seinen eigenen Workspace anlegen oder einen von den vorgefertigten einfach verwenden, ja, wie zum Beispiel Morning Standard, entfernt den ganzen Animationskram unten und zeigt einem auch gleich das Modeling Toolkit. Modeling Expert ist, finde ich, immer super, weil es ist nichts mehr da. Ist auch alles überflüssig. Das liegt einfach daran, dass für das Modellieren mit Polygonen vor allen Dingen hat man Shift und rechte Maustaste. Und da hat man einfach alle Objekte schon. Und alle Möglichkeiten, die man schon haben kann. Und man braucht eigentlich gar nicht sehr viel mehr. Und dann hat man einfach viel mehr Platz, um zu sehen, was man da macht. Genau, aber ich bleibe mal hier im General, weil nämlich die meisten von euch werden es nicht umstellen. Und so schaut es dann zumindest ein bisschen gleich aus bei uns allen. Genau. So, wir machen heute ein Weinglas. Wir machen das Weinglas mit Nibs und nicht mit Polygonen. Nibs ist quasi eine Methode, wie man aus Kurven Geometrie erzeugt. Aber bevor wir anfangen, was ein bisschen schwierig ist, jetzt hier so online zu machen, ist eigentlich eher so interaktiv. Was wisst ihr über Weingläser? Ich vermute mal, alle wollen nichts sagen. Dann erzähle ich euch einfach was über Weingläser. Also Weingläser selbst haben wir wahrscheinlich alle ein sehr ähnliches Bild vor Augen. Und zwar so etwas. Das hier ist weder ein Weißweinglas noch ein Rotweinglas. Das ist ein universelles Weinglas. Sehr modern. Ist in den letzten 10 Jahren sehr beliebt geworden, weil es für Rotwein, Weißwein und Champagner und Sekt geeignet ist. Und damit muss man nur noch ein Weinglas kaufen und nicht mehr ganz viele verschiedene. Das hattet ihr wahrscheinlich nicht ganz im Sinne. Ihr habt wahrscheinlich noch diese bauchige Form in eurem Kopf sofort gehabt. Aber das, was ja spannend ist an einem Weinglas, ist, dass wir alle kulturell gesehen ein sehr ähnliches Bild haben davon, wie so ein Weinglas auszusehen hat, was aber historisch gesehen gar nicht so korrekt ist. Ja, also dieses Weinglas ist aus einer Massenproduktion, wurde maschinell hergestellt, ist aus dem Zeitalter der Industrialisierung. Und es besteht vor allen Dingen aus Glas. Wenn wir uns historisch so ein Weinglas betrachten, dann ist es bereits, wenn wir 50 Jahre zurückgehen, sehen wir da, dass es aus Bleiglas zum Beispiel war da sehr, sehr beliebt. Und dass es wesentlich nicht dieses minimalistische Glas ist, sondern dass es sehr, sehr, sehr viele Verzierungen haben und es ist ein wesentlich schwereres Glas. Ja? Das heißt, die Glasdicke ist signifikant dicker als so, wie wir heute so ein Weinglas eben wahrnehmen würden. Und gehen wir noch weiter zurück, so 200 Jahre, 300 Jahre zurück, bevor die Zeitalter der Industrialisierung,
da sahen meine Gläser noch komplett anders aus, weil da hat man zum Beispiel Kelche gehabt. Die sind auch sehr viel aus Hörnern, ist es gewesen, weil man gedacht hatte, dass Hörner das Gift aus dem Wein entzieht und dass es eben gesund ist, das zu trinken. Ja, deswegen immer diese Reinheitsgebote beim Bier ist ja im Endeffekt eine Qualitätskontrolle, dass einem das Bier nicht umbringt, wenn man es trinkt, was leider davor relativ oft der Fall war. Genau, warum erzähle ich jetzt so viel über Weingläser? Ist auch vollkommen irrelevant. Ja, wir wissen, dass es ein Weinglas ist, jetzt können wir es runtermodellieren. Der wichtige Punkt ist, ja, in dem 3D-Raum, können wir alles erschaffen, was wir wollen. Ja, das heißt, jedes Objekt, was wir erschaffen, hat irgendeine Geschichte und irgendeinen Hintergrund, weswegen wir das eigentlich verwenden. Und wenn wir jetzt einen Steinzeitfilm machen würden mit Steinzeitmenschen, dann würden wir schlichtweg nicht erwarten, dass die einem so ein modernes Weinglas. Also man würde das einfach dort nicht vorfinden, weil warum sollte es denn dort existieren? Ist auch spannenderweise die Star Wars-Frage, weil in Star Wars, da gibt es nämlich auch diese ganzen Gläser und anscheinend gibt es für jedes Alien, benutzt es immer das gleiche Glas, obwohl es eigentlich nicht wirklich stimmen würde, weil je nachdem, welches Alien da ist, müsste es eigentlich eine andere Art haben, wie es etwas trinkt. Aber im Allgemeinen ist es einfacher, ein Weinglas herzunehmen, weil schlichtweg man kann sich ein Weinglas bei Amazon bestellen und dann einfach hinstellen und abfilmen. Und da muss man nicht unbedingt Weingläser für Aliens produzieren. Das andere ist natürlich auch, so ein Objekt sagt einfach sehr viel schon aus, für wie es hergenommen werden sollte, wer die Zielgruppe von dem Objekt ist. Und da, so kann es halt auch einfach fehlplatziert sein, ja. Wir würden jetzt zum Beispiel in einem Kinderzimmer, würden wir jetzt nicht unbedingt ein Weinglas erwarten, weil, naja, Kinder trinken kein Wein. Und gleichzeitig wäre es gefährlich, weil, naja, wenn es kaputt geht, können sie sich verletzen und so weiter. Und genau, diese Überlegungen muss man sich einfach machen, während man 3D-Modellierung macht. Was ist die Geschichte von dem Objekt? Warum habe ich das Objekt? Und macht es in dem Gesamtkontext, macht es da überhaupt einen Sinn? Genau. Der andere Grund, warum wir ein Weinglas anschauen, ist, weil es ein mathematisch einfaches Objekt ist. Wir könnten dieses Objekt, wir können das Objekt einfach beschreiben, entweder indem wir sagen, gut, wir haben hier oben also die Basisformen, wenn wir uns dann Basisformen anschauen, haben wir hier eben einen Zylinder, hier haben wir noch einen Zylinder und hier haben wir auch nochmal einen Zylinder. Und so könnten wir jetzt einfach hier so einen Zylinder nehmen, den so hinsetzen. So einen hinsetzen. Ja, Pi mal Daumen, mein Glas.
Ja. Hübsch ist was anderes. Aber auch wiederum, was ist der Verwendungszweck, ja? Ja, wenn wir jetzt so ein Lego-Set hätten, zum Beispiel, und wir wollen so ein Lego-Set-Look machen, würde das eigentlich ganz gut hinkommen. Ihr seht es hauptsächlich bei älteren Computerspielen, wo man Polygone sparen wollte. Da schauen Weingläser etwas simpler aus. Ja, aber die andere Variante, wie wir eben so ein Weinglas beschreiben können, ist einfach mit einer einzigen Kurve, die sich um seine eigene Achse dreht. Und also ein Rotationskörper. Das heißt, wir haben hier haben wir unseren Achsenmittelpunkt und das hier am Rande ist unsere Kurve, die wir einfach um sich selbst schwingen lassen. Und genau, dafür müssen wir eine Kurve malen. Haben wir hier die Curves. Hier hinten, also das sind die Legacy Curves, die solltet ihr grundsätzlich vermeiden. Hier so ziemlich alles, was von hier bis da ist. Aber als letzter Punkt haben wir hier die Bézier-Kurve. Oder hier Create. Was ist denn? Curve Tools, Bézier Curve Tool. Die beiden bitte auf jeden Fall vermeiden. Die geben euch nur Kopfschmerzen. Genau. Bézier Kurven habt ihr im zweiten Semester schon gemacht. Wahrscheinlich unter Illustrator oder Keyframing habt ihr es wahrscheinlich gemacht. Ist sehr, sehr beliebt in sehr vielen Medien. Dingern. Also ihr findet es überall. Findet ihr solche Kurven. Auch später, wenn wir in den Animationsbereich kommen, da sind auch alles Bézier-Kurven. Für Beschleunigung und Abbremsung und solchen Sachen. Genau, das Wichtigste bei der Bézier-Kurve ist, dass ihr so wenig Punkte wie möglich verwendet, um die Kurve zu zeichnen. Und das heißt, ihr sucht euch, okay, gut, für den Anfangspunkt irgendwo hier. Ihr sucht euch quasi den Punkt hier auf der Achse und immer dann, wenn die Kurvenkrümmung sich ändern sollte, setzt ihr einen Punkt. Genau, und mit Steuerung könnt ihr quasi die Handles könnt ihr nochmal anpassen. Aber im Prinzip sucht ihr euch die Punkte aus, damit ihr so wenig wie möglich malt. Weil mit je mehr Punkten, die ihr setzt, desto schwieriger wird es tatsächlich, diese lange, gerade Linie zu fahren. Ja, also wenn ich das so mache, was sehr oft gemacht wird, dann müsste ich hier immer wieder das hier anpassen. Und das ist einfach ein bisschen, das ist unnötig für eine Bézier-Kurve.
Ja, hier ist eine wunderschöne Kurve. Grundsätzlich, also ganz grundsätzlich beim Modellieren, versucht man immer so wenig wie möglich zu machen, weil es wird viel zu schnell, viel zu kompliziert. Das heißt, immer wenn ich ein Objekt analysiere, versuche ich den Weg zu finden, wo ich am wenigsten machen muss, weil je mehr ich an Symmetrie habe und also Symmetrie erkennen kann in dem Objekt, desto weniger ist der Aufwand, eben ein Objekt zu kreieren. Und genau, Achsensymmetrie ist halt jetzt die ultimative Symmetrie, weil ich da nur eine Kurve brauche und dann einfach hier bei Surfaces kann ich hier einen Rotationskörper machen und dann habe ich ein gesamtes Weinglas. Ja, und weil eben ich verschiedene Funktionen aneinander kette, ist das hier, also die Kurve, die ist jetzt immer noch mit dem Objekt verbunden. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt hier nochmal was verändere oder anpasse, dass ich hier quasi ein echtes Update bekomme, weil das neu errechnet wird, jedes Mal, wenn sich der Input verändert hat. Das geht gut bei so etwas Einfachem wie ein Weinglas, aber je komplexer und je millionenfach von Polygonen man hat, desto langsamer ist es. Deswegen möchte man das auch wieder kappen. Ja, und wenn ich zufrieden bin mit dem, wie es ausschaut, dann kann ich hier auf das Objekt gehen und sagen, vielleicht nicht mehr Modify, Edit. Edit, Delete by Type und dann hat man hier Non-Deform History oder History. In dem Fall ist es einfach History. Und dann fehlt dieser Input und dann kann ich jetzt hier auch rumschieben und die Verbindung ist gekappt zwischen den beiden Objekten. Oder als die andere Alternative, man löscht einfach die Kurve weg, dann ist der Input auch weg, aber das errechnete Ergebnis bleibt noch da. Genau, Vorlage brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt, genau. In dem Fall wären wir jetzt quasi fertig mit dem Modellieren. Sollten noch abspeichern. Das Letzte, was man machen sollte, man sollte jetzt noch schauen, dass das Objekt die richtige Größe hat. Weil das Weinglas schaut jetzt immer gleich aus, egal wo wir sind. Und ein Weinglas ist in etwa 15 cm groß. Also nehme ich hier einfach einen Würfel und mache den 15 cm hoch. Muss den noch verschieben. Oder ich verschiebe das Glas runter. Ja, also ein bisschen zu klein, also skaliere ich es ein bisschen weiter nach oben. Und damit passt. Also damit habe ich jetzt ein Weinglas. Jetzt sind hier die Werte ein bisschen falsch. Die kann man noch mit Modify Freeze Transformations, kann man die wieder normalisieren. Der Grund, warum ich am letzten Schritt nochmal die Größe anpasse, ist, damit, wenn ich jetzt eine andere Szene habe oder andere Objekte habe, dann kann ich einfach dieses Objekt exportieren, in die andere Szene importieren und dann passt die Größe von vornherein. Und ich habe nicht dann auf einmal ein 1 cm großes Weinglas, und einen 10 Meter großen Tisch oder so.
Ja, also es vereinfacht einfach den Workflow später, wenn ich einfach weiß, okay, gut, die Objekte sind standardisiert auf die richtige Größe. Gibt es soweit Fragen? So, dann tun wir das Ganze mal ausrendern. Aber bevor wir es ausrendern können, brauchen wir erstmal eine Umgebung. Wir machen jetzt so eine kleine Studiobeleuchtung quasi, wo wir einfach sagen, wir haben einen Boden. Also wir haben jetzt hier einfach die Polygon Plane genommen, setzen hier den Boden, damit wir einen haben. Hier ändern wir das auf 1, damit wir einfach nicht so diese ganzen unnötigen Polygone haben. Und genau, selektieren hier im Edge-Modus hinten so eine, die Edge. Und wenn man mit Shift drückt, kriegt man so einen Extrude und dann kriege ich eine neue Face. Und das Ganze können wir jetzt hier ein bisschen noch da machen. Und genau, das ist jetzt quasi der super Basis-Hintergrund, wo wir jetzt einfach sagen, okay, gut, wir haben den Boden und nochmal eine Wand. Üblicherweise wäre das so ein Vorhang in einem Fotostudio. Deswegen können wir hier nochmal diese Edge nehmen und können nochmal sagen Bevel Edge. Und können hier die Segmente erhöhen. Vielleicht ein bisschen so Fraction. Ja, und dann könnte man sich das jetzt vorstellen, dass es so ein weißer Vorhang ist, der von oben kommt und unter dem Glas einfach ist. Und genau, und damit hätten wir jetzt unseren Hintergrund. Genau, dann brauchen wir eine Kamera, um zu sagen, wie wollen wir denn das Bild ausschauen lassen. Das können wir hier unter Rendering, können wir was machen, wo wir hier einfach eine Kamera aussuchen. Und dann wählen wir hier eine Kamera. Die kann man so nicht sehen, die ist immer durchsichtig. Das ist nur, damit man weiß, wo sie positioniert ist. Wir können aber hier auf Panels gehen, Perspective Kamera 1. Und dann sehen wir durch die Kamera durch. Und genau, und hier müssen wir jetzt ein paar Entscheidungen machen. Jetzt ist die Frage, für was machen wir eigentlich diesen Renderprozess? Und was soll gesehen werden von der Kamera? Die Entscheidung ist quasi, haben wir jetzt hier ein Spielfilmformat, dann hätten wir sowas wie 16 zu 9, das wäre jetzt normales Fernsehformat, 21 zu 9 wär Cinema. Oder haben wir etwas wie Instagram zum Beispiel? Instagram wäre ein 1 zu 1 Format. Oder so ein Reel auf Instagram oder TikTok oder so etwas. Das wäre ja dann im Hochformat. Ich weiß gerade gar nicht das Seitenverhältnis. Aber im Prinzip würden wir hier auswählen, welche Kamera wir haben. Weil wir wollen von Anfang an sagen, wir müssen
nur die Pixel ausrendern, die wir wirklich haben wollen. Dafür müssen wir die Render-Einstellungen und können hier direkt sagen, okay, gut, standardmäßig ist 16 zu 9. Aber es kann ja auch sein, dass wir, wie gesagt, Instagram haben wollen. Das ist 1x1. Und ich glaube, es ist 1000. Was ist denn Instagram? Mal schauen. Also ein Instagram-Post hat 1080 mal 1080. Oder wir hätten Porträt hätten wir, wär 4 zu 5. Wäre dann 1080 mal 1350. Ja, aber jetzt, also das ist das Problem, was wir jetzt haben, ist, jetzt habe ich zwar eingestellt, aber wir sehen jetzt nicht, was ausgerendert wird. Und dafür gibt es hier diese Resolution Gate. So, das ist ein Instagram-Portrait. Okay, Moment, das war das falsche Ding. 1080 Instagram Story ist 1920. Ja, hier gibt es so diese tolle Tabelle für was man da hat. Ja, das sieht doch mehr wie ein Telefon aus. Genau, und jetzt können wir hier unser tolles Telefon, können wir jetzt hier positionieren und können sagen, okay, gut. Schauen wir mal so hinein. Ja, irgendwie sowas. Ja, das war schon. Genau. Dann, was sehr wichtig ist, damit man die Kamera nicht mehr verändert von der Position her, kann man hier die Werte nehmen und einfach sagen Lock Selected. Und jetzt kann ich die Kamera nicht mehr verändern. Ja, und jetzt ist sie einfach hier fest im Raum und auch hier kann ich, ist es einfach ausgegraut, weil hier einfach ein Lock ist auf den Werten. Sie können so nicht mehr manipuliert werden und wir haben jetzt hier einfach eine fixe Position und können die Kamera nicht mehr verschieben. Was meistens sehr oft einfach versehentlich passiert. Man hat es selektiert und dann hat man irgendwie das rum navigiert und so. Genau. Genau, dann können wir hier die Render View aufmachen. Außer Maya stürzt ab. Okay, da haben wir es. Genau, und rendert auch schön aus, aber es ist jetzt halt schwarz, weil wir noch kein Licht haben. Da können wir auch ins Arnold-Menü gehen, können uns hier ein Area Light holen. Und dann ist immer noch schwarz. Das liegt daran, dass es meistens einfach zu dunkel ist. Also Licht hat eine exponentielle Abfallrate. Und dementsprechend hat man zwei Attribute. Man hat den Exposure, die es im Allgemeinen heller macht.
und die Intensität, die fürs Feintuning im Endeffekt. Und jetzt habe ich ein bisschen zu schnell gemacht. Hier ist der Regler, der ist eigentlich, der geht nur bis 5. Das muss man per Hand dann eingeben, dass es, wenn man höhere Werte haben möchte. Genau, wir können jetzt hier in dieser Voransicht können wir einfach sehen, okay, gut, wie hell soll denn das Licht sein? Und dann können wir das nochmal duplizieren. Und können nochmal das gleiche hier drüben auf die Seite machen. Genau, das wäre jetzt hier die perspektivische Ansicht, weil ich auf so einer perspektivischen Ansicht gerade angemacht. Und wir wollten ja hier die Camera Shape haben für unser Glas. Genau, das sieht jetzt nicht sonderlich spannend aus. Sieht vor allen Dingen nicht nach Glas aus, weil wir hier noch im Glas ein neues Material hinzufügen müssen. Das, was man immer verwendet, ist das Standard Surface. Diese ganzen anderen Materialien, die kann man eigentlich komplett ignorieren, weil das mehr so aus Legacy-Gründen noch existiert und nicht wirklich kompatibel ist mit Arnold. Und das Standard Surface ist so ein universelles Material, was man auch exportieren kann in zum Beispiel die Unreal Engine und dann wird es relativ ähnliche Attribute zumindest haben. Na, der andere Grund ist, dieses Material hat ganz viele Presets. Das heißt, wir nehmen jetzt hier für das einfach das Glas-Preset und sagen, okay, passt. Und dann sieht das auch nicht schon mal ein bisschen besser aus. Genau, und unser Glas ist hier natürlich verschwunden, weil es jetzt komplett transparent ist. Genau, und damit hätten wir jetzt ein Weinglas. Mit allen Schritten, die es dazugehört. Ja, wir haben jetzt quasi ein Objekt ausgesucht, es analysiert, es genau definiert, wie es auszusehen hat, haben es dann modelliert. Mit Hilfe von einer Bézier-Kurve und einem Revolve-Node haben einen kleinen Hintergrund dafür gemacht, was so ein Foto-Hintergrund sein sollte, haben das Ganze beleuchtet, haben eine Kamera ausgesucht, haben eine bewusste Entscheidung gemacht, jetzt ein Instagram-Reel zu machen. Haben das Licht angepasst und haben es ultimativ ausgerendert. Genau. Gibt es soweit Fragen?
Gut. Dann wäre ich jetzt soweit durch mit dem Ganzen. Aber nachdem ihr noch Zeit habt, ne, das Ganze ist auch aufgeschrieben. Ja, so unter den Materialien haben wir hier quasi das Weinglas. Es geht hier nochmal. Hier noch die Bauch. Ich habe vorher einfach nicht das andere Glas gefunden. Ist wurscht. Genau, hier habe ich euch schon mal eine Kurve vorbereitet. Mit den Punkten, die ihr einfach treffen solltet für die Bézier-Kurve. Ihr könnt auch ein anderes Weinglas euch aussuchen, was euch besser gefällt. Es ist einfach eine sehr gute Übung, einfach diese Bézier-Kurven, das zu können, wie man richtig in Illustrator oder Premiere oder so, dass man halt einfach diesen Umgang mit Bézier-Kurven einfach beherrscht. Genau. Sollte relativ das gleiche sein, was ich hier beschrieben habe. Genau, das solltet ihr jetzt selber auch einmal mal ausprobieren, damit ihr auch einfach ein Gefühl habt, wie ihr mit Maya umzugehen habt. Genau, und ich würde mich da echt freuen, wenn ihr das dann. Oh, es gibt es ja gar nicht mehr. Muss ich mal schnell anlegen. Mache ich jetzt einfach schnell. Text. So. Ja, ich habe jetzt einfach einen neuen Channel angelegt in Discord, dass ihr einfach in dem Channel einfach im Discord postet, was euer Ergebnis da einfach geworden ist. Das fände ich echt gut. Weil dann weiß ich, dass ihr zumindest so die Grundsachen von Maya eben schon kennt. Und euch schon damit beschäftigt habt. Gut, dann wäre es das von meiner Seite. Ich freue mich auf eure Weingläser. Achso, das Ultimative übrigens, wie man richtig mit dem Tutorial umgeht, das Tutorial einmal selber machen und dann versuchen, es auf etwas anderes auch anwenden, ohne dass ihr ein Tutorial folgt. In diesem Fall wäre es das Einfachste, zum Beispiel, dass ihr noch eine Weinflasche neben dem Weinglas hinstellt, weil das auch ein Rotationskörper ist, den man ähnlich macht. Ich meine, ihr könnt auch eine Satellitenschüssel daneben hinstellen, das wäre auch ein Rotationskörper. Oder ein Whiskyglas oder ein anderes Trinkgefäß, keine Ahnung. Aber das verfestigt einem das meistens am besten. Ja? Also einmal das Tutorial versuchen selber nachzuvollziehen und dann einmal etwas eher Ähnliches zu bauen und zu machen, was aber nicht einfach befolgen ist von der anderen Person. Ja, dann hören wir uns, dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich in echt und schauen uns so ein bisschen mehr das Polygonmodellieren an und reden ein bisschen drüber, wie man Notizen am besten macht. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, viel Erfolg beim Weinglas und bis nächste Woche. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Dankeschön. Tschüss. Ciao.